Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von, ja, Neon Noodles. Ihr seht es richtig, ich muss immer an diesem dämlichen Pony vorbeigucken, was da steht. Da steht so ein Kack-Pony. Egal, wie dem auch sei. Gut, wir fangen jetzt einmal an und zwar geht es um Pizza-Special. Genau, da waren wir hier stehen geblieben. Das heißt, ich habe hier einmal die eine und die andere Zutat zubereitet, also den Teig. Ja, schön, dass der Vergangenheits-TBM das gemacht hat. Übrigens, am Ende dieser Folge oder in der Mitte dieser Folge, je nachdem, wer weiß, Überraschung, Überraschung, gibt es wieder mal, ich habe noch zwei Packungen übrig, zwei Packungen habe ich noch, zwei Stück, zwei, die werde ich öffnen, allerdings irgendwann während dieser Folge. Das heißt, wir fangen erstmal an, hier ganz normal zu spielen und zwar, ja gut, wir sollen sozusagen, also, das, was wir immer brauchen, ist Teig. Das heißt, ich habe überlegt, eigentlich müsste ich hier in die Ecke den Teigbot setzen. Aber das passt ja nicht ganz. Also müsste ich den Teigbot ein bisschen tiefer setzen. Weil der hier, der nimmt da zwar was raus und tut es in den Ofen, aber der Typ, der die Zutat schneidet, naja, das, ja, sagen wir es mal so. Eigentlich bräuchten wir einen Ofen, Laufband und nach dem Ofen kommt ja nur noch quasi Ausgabestelle. Das heißt, wir haben eine Pizza, wir haben zwei Pizzen, wir haben drei Pizzen. So. Hier kommt ein Ofen hin, hier kommt ein Bot hin. Der Bot guckt in Richtung Ofen, weil er nichts macht, außer Pizza aus dem Ofen zu nehmen. Und hier brauchen wir ein Fließband. Ja, genau. Das heißt, den Teigbot werden wir verschieben. Der wird quasi... Nee, Moment. Verschieben? Doch, ja. Genau. Löschen wir einfach nochmal alles, oder? Ich würde sagen, wir löschen nochmal alles. Ja. Alles löschen. Nein, wo waren das? Ach, wir sind Level 25 schon. Einmal alles löschen. Zack, alles weg. Das heißt, einmal, wir brauchen den Ausgabebot. Wir brauchen einen Ofen. Okay. Ja, der Einfachheit halber machen wir hier einen Ofen hin. Hier machen wir Ausgabestelle 1, Ausgabestelle 2 und Ausgabestelle 3. Und hier unten kommt dann ein Railbot. Der Railbot guckt, ja, ist richtig nach oben und wird aus dem Ofen nehmen und da einfach reintun. So, dann brauchen wir Bots, die quasi Zutaten in den Ofen schmeißen. Klar, den Teigbot brauchen wir. Teigbot heißt, er rollt das und dann wird da Teig draus. Und dann muss er den Teig da reintun. Das heißt, hier unten könnten wir theoretisch die Rolle hintun. Hier könnten wir die eine Zutat hintun und hier könnten wir die andere Zutat hin tun und hier, um das nicht mit Fließband zu machen, machen wir den Teigbot. Der guckt standardmäßig in Richtung der einen Zutat und wird diese Zutat nehmen, darauf tun. Wird sich umdrehen, die Zutat nehmen, darauf tun. Wird das 1, 2, wird es nehmen und wird es in den Ofen tun. Und dann wird er, sagen wir mal, bis 20 warten und dann müssten eigentlich die anderen Zutaten da sein. Naja gut, sagen wir es mal so, dieser Bot hier macht alles immer gleich. Das heißt, der macht Teig und tut ihn in den Ofen. Der macht Teig und tut ihn in den Ofen. Mehr macht er nicht. Die Zutaten müssen von anderen Bots kommen. Zum Beispiel der Tomatenbot. Tomatensoße kommt in jede der drei Pizzen. Das heißt, Teig und Tomatensoße, das müssen wir von jedem Bot erledigen lassen, sozusagen. Das heißt, ja, hier kommt ein Fließband hin. Zack. Noch ein Fließband, noch ein Fließband, noch ein Fließband. Dieses Fließband zeigt natürlich nach unten, genau wie das. Das und das. Hier müssten wir den Bot hinmachen, der die Tomatensoße macht. Ja, kleines Problem. Hier oben wäre dann ein, ja, okay, gut. Wir könnten den Roboter auch zuliefern lassen. Das heißt, dann müssten wir hier entsprechend, das ist gar nicht so einfach. Weil wenn ich hier was hinbaue, kann da kein Bot mehr stehen. Wenn ich hier was hinbaue, dann kann da drüber noch ein Bot stehen. Ich guck mal gerade. Tomatensoße wird gemacht durch einen Mixer. Sonst brauchen wir nur Messerchen. Das heißt, ja, gut, der Mixbot. Ein kleines Problem. Weil, ja, wir können ihn hier hinsetzen, dass hier ein Bot ist, dass der da und da interagiert. Also Bot hier, hier quasi der Mixer und hier einmal die Tomaten. Der Bot guckt standardmäßig, ja, nach oben zu den Tomaten. Programm heißt Tomate nehmen, in den Mixer tun. Dann einmal warten, aus dem Mixer nehmen, sich umdrehen, da reintun, zurück zum Start und dann warten. So, das heißt, die beiden Bots machen nichts. Bei dem hier haben wir übrigens vergessen, einmal zurück zum Start und dann warten. So, die Bots machen nichts außer hier, wenn man sieht, einmal zack und zack.
Ja, die bereiten quasi einmal den Pizzateig mit dem Tomatendings zu. Das ist jetzt noch nicht so spannend, aber dann brauchen wir für die... Ja, jetzt kommen nämlich die Probleme, denn der erste Bot muss quasi die erste Pizza zubereiten. Das heißt, da kommt einmal Ananas und Schinken. Ananas und Schinken, das heißt zwei Zutaten. Ich weiß nicht, ob wir mehr Laufbänder brauchen, aber das Problem wird sein, wir brauchen drei Pizzen, das heißt 60 Wartezyklen, weil die Bots im ersten Wartezyklus natürlich das erste zubereiten. Dann im zweiten Wartezyklus sind die zweiten Bots dran, die die zweiten Zutaten machen und im dritten Wartezyklus dann die dritten Bots. Ja, es klingt kompliziert, aber im Endeffekt funktioniert dann recht einfach. Gut, das heißt, ich brauche hier ein Bot. Dann brauche ich hier ein Schneidwerkzeug. Hier brauche ich einen zweiten Bot. Und hier brauche ich dann... das erste, was wir machen müssen, ist... Schinken. Hier wieder ein Schneidbrett. Hier ein Bot. Und hier die Ananas. Und hier auch ein Bot. Ja, weil wir es hier haben. Die gucken nach da. Die gucken auch nach da. Das heißt, sein Programm ist... Einmal Schinken nehmen, sich umdrehen... Schinken schneiden. Nehmen, Schinken schneiden. Zurück zum Start und warten. So, und jetzt muss der bis 60 warten, weil er nur einmal in Aktion tritt. So. Klar, der könnte in der Zeit was anderes machen, aber nein. So, der hier macht auch nichts anderes, außer Ananas nehmen, sich umdrehen, Ananas schneiden. Ananas nehmen, Ananas schneiden, zurück zum Start. Und ja, den kann ich verlinken mit dem anderen. Der macht dann nämlich genau das gleiche wie der. So. Die machen die Ananas und den Schinken. Die beiden Bots machen auch nichts anderes, außer warten. Warten, bis es geschnitten ist. Nehmen, sich umdrehen und aufs Band legen. Und dann warten bis zum Ende. Auch bis 60 warten. So, die Bots verknüpfen wir mit den anderen Bots. Klar, man könnte ein langes Band machen, wo die Zutaten einzeln getimed drauf liegen. Aber nein, ich bin scheiße. Ich bin nicht so gut. So, gut, dann haben wir das. Das heißt, wenn wir das abspielen, müsste er sozusagen die erste Pizza, müssten sie zubereiten. Ja, die erste Pizza ist zubereitet worden. Das heißt, gucken wir mal, wo der Bot da unten in Aktion treten muss. So, spulen wir mal ganz zum Anfang zurück. So, Bot, Bot, dann kommen die beiden Sachen. Zack, zack, Pizza. 1, 2. Und kurz vor Ablauf der ersten 20 muss der hier in Aktion treten. Das heißt, wir editieren mal sein Programm. Edit. Er wartet. Und jetzt müsste die Pizza fertig sein. Er nimmt sie und tut sie. Das ist jetzt die. Die hier. Fährt dann wieder zum Start zurück. Und würde entsprechend weiter warten. Klar, das können wir jetzt noch nicht simulieren. Das heißt, drücken wir einmal spielen und spulen einmal vor. Zack, zack, Pizza. Bot nimmt Pizza, Bot liefert Pizza ab. Das heißt, die machen dann wieder das Übliche, zubereiten und da müsste Bot dann wieder Pizza nehmen. Das heißt, der nimmt quasi immer alle so und so Zyklen nimmt der das. Das heißt, den hier müsste ich, wobei, ja gut, 23... Frag mich gerade, ob wir den das regelmäßig machen lassen können, indem wir ihn am Anfang das schon machen lassen. Ja, genau. Dann brauchen wir den nicht ausführlich programmieren, sondern wir machen einfach die faule Variante. So, und dann wartet der halt. Ach nein, das kann ich gar nicht. Haha. Weil der hat ja verschiedene Pizzen, die er abliefern muss. So, Ofen. Im Ofen braucht der 2 Zyklen. Das heißt so. 20. Und dann würde der wieder warten. Und zwar... Er würde es rausnehmen, würde zweimal rüberfahren und würde es da rein tun. Und würde dann wieder zum Start zurück. Dann sind wir bei 40. Dann würde er wieder warten. Dann würde er irgendwann wieder rausnehmen, würde da rüberfahren, da rein tun und zum Start zurück. Und hier müsste ich dann entsprechend noch... 60. So, dann hätten wir den programmiert. Fertig. Das heißt, der ist schon mal fertig. Dann müssten wir nur die zweite Pizza zubereiten. Dafür brauchen wir... Wir haben jetzt leider am Förderband nur noch 3 Plätze frei, weil der hier mit dem Tomatendings ja hier alles blockiert.
Dementsprechend müsste ich das ein klein wenig anders machen, etwas anders handhaben, weil Salami und Pilze werden einmal geschnitten. So, das ist für die dritte Pizza. Das heißt, hier ein Bot, hier Dings, ja, hier ist der Platz zu gering. Das heißt, ich hätte gerne eine Funktion, um alles in eine Richtung zu schieben. Liebe Entwickler, falls ihr das hier seht. Dear Developers, if you see this, please insert a function to move everything to the left or to the right. Because that's good. So, wir sind jetzt hier irgendwie noch nicht am Ende der Folge angelangt, aber ich habe hier noch eine Packung, die ich jetzt öffnen werde. So, komm her, geh auf. So. Einmal weg mit der Packung, einmal die Anleitung, weg damit. So, dann gucken wir mal, was hier... Wow, geil. Hoho, hossa. Wer hätte das gedacht? Gleich zwei Glitzernde sind hier drin. Haha. Ah. Übrigens, Zukunfts-TBM wird das total freuen, denn immer wenn ich eine Karte hier in den Monitor halte, muss der die Karte einscannen und dann einblenden. Yay. Das heißt, warum halte ich die Karten eigentlich? Doch, genau, weil sie glitzern. Glitzerkarten halte ich in den Monitor. Also, fangen wir an mit dem Helijet. Yay, woo, yeah, woo. Das ist ein bisschen zu hell für euch, aber egal. Weg damit. Was haben wir sonst noch? Wir haben Spion-Kohl. Yeah, geil. Was auch immer das für ein Typ ist. Er fliegt weg. So, was haben wir noch? Wir haben, ja, sie sind nicht Santa, aber trotzdem heißen sie Team Klaus. Yeah, oder Klos oder wie auch immer. Yay! Woo! Die haben immerhin Power 60. Wupp, weg damit. Ups, die ist irgendwo gelandet. Und, wow, jetzt haben wir hier zwei Sachen. Wir haben hier nämlich einmal Super Akronix. Woo, yeah, woo, geil. Oh, guckt euch das an, wie die glitzert. Oh, boah, wupp. Und einmal weg. Ja, ich muss die, Zukunfts-CBN muss die wieder aufsammeln, aber egal. Und zum letzten, boah, hier, Alter, der Tempo 105, der hat Abwehr 91, Power 72 und Angriff 51. Und die Fans von euch, von dem Spiel hier, werden jetzt wahrscheinlich, also die Fans von diesem komischen Ninjago, werden jetzt wahrscheinlich sagen, oh geil, das ist nur einer, das ist Ultra Klaus. Woo, yeah, feiern, weg mit ihm. Gut, damit hätten wir das, das heißt, ich sehe gerade, wir haben eigentlich nur noch 2 Minuten, aber ich wollte mir den Bildschirm noch vollstellen. Und zwar nein, nicht mit diesem komischen Pony, weg damit, sondern ich öffne meine Bonustüte. Ich habe ja noch eine Tüte mit Zeug drin. Haha, wer hätte es gedacht? Nee, ich habe noch ein anderes Pony. Ja, hier, haha, da ist es. Seht ihr es? Haha, da ist, das ist Nummer 1. Das ist Prinz Liam. Wer auch immer Prinz Liam ist. Wir werden diese Tüte einmal unfachmännisch aufreißen und... da ist er! Boah, geil! Tüte wegschmeißen! Bevor die Folge zu Ende ist. Und vor allen Dingen, warum ist hier so ein komisches Ding dabei? Ist das eine Flöte oder was ist das? Irgend so ein komisches Ding, wo man... Ich weiß nicht, ob da reinpusten kann oder so. Aber, boah, der sieht geil aus. Boah, das ist aber noch so ein richtiger Hengst. Oh, oh, oh. Wer hätte es gedacht? Ich mach mal eben kurz das Licht aus, damit ihr ihn sehen könnt. Oh, da kommt er. Moment, ich muss ihn irgendwo festhalten. Da, seht ihr ihn? Boah, ist das ein geiler Hengst. Boah, ja, den würde ich so gerne reiten. Boah, das klingt irgendwie voll gay, aber egal. So, den stelle ich mal eben hier hin. Der bleibt da stehen. Ja, so, super. Der steht jetzt auch im Bild. Das heißt, ich mache wieder das Licht an. Ja, jetzt erkennt ihr ihn nicht mehr so gut. Aber ich glaube schon, die Folge ist zu Ende. Naja, wie dem auch sei, ich habe hier noch eine Tüte. Da sind noch ein paar... Oh nein, jetzt habt ihr gesehen, was da drin ist. Nein, nein. Jetzt habt ihr gesehen, dass da noch Match Attacks drin ist. Ja, Match Attacks Bundesliga. Wer hätte es gedacht? Das werden wir morgen auspacken. Und zwar, ich glaube, am Anfang oder in der Mitte der Folge. Ja, wie dem auch sei. Boah, da habe ich sogar... wie dem auch sei. Gut. Und wir sehen uns dann morgen wieder in der Folge. Und ich gucke nochmal, was ich hier sonst noch habe. Oh ja, habe ich auch noch ein bisschen was. Ja, in der Folge morgen wird ein bisschen was ausgepackt. Ich sage tschüss, bis morgen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, drückt die Glocke. Und abonniert mich vorher. Ich sage tschüss. Tschüss.